Hallo ihr Lieben, euer Girl, sehr hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype, der Time Quest. Wir sind hier im Dorf der Räuber gekommen, müssen irgendwie einen Weg in den Park der Tapferen schaffen, weil da ist das Juwel der Menschen, was wir brauchen, um in die Zeitepoche nach vorne zu kommen. Wir haben im letzten Part den Magier Ragot vernichtet und Gustus befreit. Doch jetzt sind wir im Dorf der Räuber. Charon soll irgendwie einen Weg da rein finden, in den Park der Tapferen, weil Seneca lässt uns ja auf gewöhnliche Art und Weise nicht durch. Und mal gucken, was die gute Frau sich ausgedacht hat. Wir haben dich erwartet, Ritter. Du wirst vielleicht einer unserer Verbündeten, ja. Aber im Moment traue ich dir nicht. Der Typ heißt einfach Mordor. Ihr wisst schon. Die absolute Endgegend bei Herr der Ringe. Mordor. Wow. Aber nicht schlecht. Leg dich nicht mit Charon an. Leg dich nicht mit Charon an. Werden wir dir das eiligst austreiben, verstanden? Geh hin. Sie wartet auf dich. Leg dich nie mit ihr an, aber sie wartet auf dich. Okay. Oh, guck mal. Die Umgebungsgeräusche, ey. Voll cool. Wir sind einfach bei den Bäumen und hier gibt's ein Secret. Voll geil. Pass mal auf. Schwupps. Nicht runterfallen, halb. Nie runterfallen. Komm, steck mal deinen komischen Soul Reaver da weg, ey. Nein, nur noch Fässer, habe ich die nicht geöffnet. Oh, das war ärgerlich. Mach ich später. Auf den Rückweg. War jetzt Secret. Ich glaube hier. Kannst einfach auf diesen Bäumen lang gehen. Guck lieber nicht runter, halb. Geh tief hinab. In die Hölle. Hey, hier ist gar nichts. Ich glaube, es war wieder eine andere Ära. Irgendwann gab es hier was. Naja. Hui! Und hier sind wir nun. Gott, habe ich jetzt irgendwas geskippt? Ich hoffe nicht. Das sieht so aus wie so ein Ohr, ne? Guck dir das mal an. Voll das Ohr. Der Baum hört alles mit. So das Wolfsgeheul. Guck, hier haben wir auch einen Speicher. So, ist hier? Hier ist er. Dann schieß mal los, Girl. Danke. Wie versprochen, hast du hier das Abzeichen der Räuber zum Beweis, dass wir für immer deine Verbündeten sind. Aber ich brauche dich noch. Wir kennen das Öffnungssystem, das mein Vater vorgesehen hat. Mein Plan hat funktioniert. Aber noch nie ist ein Räuber aus der Schatzkammer zurückgekehrt. Wegen des dreiköpfigen Drachen. Oh oh. Mit deiner Magie wird es dir gelingen. Und dann räche ich meinen Vater, indem ich alle Reichtümer nehme. Meine Magie, die ihn trifft. Gitter, das die Schatzkammer des Parks der Tapferen abschließt, hat mein Vater die Reproduktion meines Armbandes in Stein gehauen. Wenn du dieses mit einem Bolzen deiner Armbrust triffst, öffnet sich das Tor. Ehe du gehst, besuche meine Wächter. Die werden dir das Leben erleichtern. Sei vorsichtig und viel Glück. Ja, wir haben ja schon erfahren in der Herberge, dass eine gute Frau ihren Ehemann verloren hat. Und der Ehemann hat sich auch versucht, da diesen dreiköpfigen Biest zu stellen. Und hat sein Leben gelassen. Also sehr, sehr scary. Abzeichen der Räuber! Jetzt greifen die uns endlich nicht mehr an. Voll cool. Vergiss nicht das Abbild meines Armbandes beim Gitter. Ich vergesse das schon nicht. Jetzt schauen wir uns hier erstmal noch um. Das Dorf der Räuber war eigentlich ziemlich anspruchsvoll. Großer, großer Bereich. Ich glaube, ich habe eben mit meinen komischen über die Bäume gehen, gefühlt das ganze Gebiet geskippt. Natürlich nicht intended war. Schauen wir nochmal. Hier, ist das erst in der späteren Ära? Ich kann mich daran erinnern, dass hier auch noch was war. Ich glaube, so ein Zauber. Das Dorf der Räuber ist hier noch voll klein, also ich weiß nicht, ob es die Ära des dritten oder des vierten war, dass wir noch so hier sind. Mit Unterbereichen und allem möglichen Scheiß. Ich höre mir das mal. Aber ich denke, wir sind hier durch.
Da habe ich euch ein bisschen zu viel versprochen, ne? Das große Dorf der Räuber. Ja, nee. Oh, du musst schon wer sein, um Charon so schnell zu beeindrucken. Die hat ein Auge auf dich geworfen, wie man zu sagen pflegt. Das kann man wohl sagen. Ich vertraue Charon. Wir werden deine Verbündeten sein, Halb. Hier ist deine Armbrust. Ich habe dir mit meinen eigenen Händen neue Pfeile geschnitzt. Ich bin der Fälscher hier im Dorf. Ich habe dir einen falschen Passierschein von der Festung fertig gemacht. Damit wirst du in den Park der Tapferen hineinkommen. So wahr ich hier stehe, ich schwöre es. Na, das ist natürlich geil. Viel Erfolg. Sei mutig wie ein Räuber. Ihr seid komisch. Vor allem auf der Hölle die gleiche Kutte. Echt? Eigentlich die gleiche Kluft. Du hast jetzt den Passierschein, um in den Park der Tafeln zu gelangen. Kommt Senecai und sagt nicht mehr. Darfst du nicht rein? Ihr wisst schon. Der unfreundliche Türsteher. Der auch komplett einen in der Mütze hatte. Gut. Dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Bleibt spannend. Es bleibt spannend, das Spiel. Gut. Der hat uns jetzt Pfeile gemacht, aber ich glaube, die Pfeile hatten wir sowieso voll. Aber vielleicht waren sie auch die modernen Pfeile. Können wir mittlerweile auch schon 40 Stück von tragen. Da geht es, glaube ich, zu Zatila. Zu Zatila wollen wir nicht hin. Wir haben nämlich das Juwel der Menschen. Also. Wie komme ich hier wieder raus? Ja. Jetzt kommt der blöde Geist wieder. So gruselig. So gruselig. Hier kommt er. Pass auf, hier kommt jetzt der Geist. Der Geist! Hä, wo war der denn? Ich könnte schwören, dass er jetzt kommt. Jetzt hier um die Ecke. Verdammt, sollen wir nicht nochmal hier zurückkehren? Einen Moment. Upsi, es tut mir leid. Das tut mir jetzt wirklich leid. Ich glaube, wir sollten nochmal bei diesem Tunnel vorbeischauen. Oh, das tut mir echt leid, sorry. Immer diese Ladezeiten. Hä, wo war der denn? Ach, der war hier gar nicht. Oh nee, es wird ja immer besser. Der war, glaube ich, erst nach dem Geist. Ich werde schon nervös, hier wäre es zu verpassen. Okay. Gut, gut. Der Wald ist aber auch größer, als ich mir erwarte. Nerd. Jetzt weiß ich, wo wir sind und jetzt weiß ich, dass der Geist kommt. Und die Zauber sind so schlecht. Ja, Halb, deine Zauber, die werden dir helfen. Ja, sehe ich. Wenn ich mich auf meine Zauber verlasse, dann bin ich verlassen. Ist doch der größte Mist. Hier, das war der Bereich. Da wollte ich nochmal vorbeischauen. Hallo, ich bin der Halb. Nothing here. Ja. Können wir schon mal hier die Urkunde aktivieren? Passierschein der Burgwache. Natürlich mache ich das. Den Passierschein der Burgwache. Urkunde. Wie sieht das aus, ne? Wie ist eine Urkunde? Die gab es tatsächlich wirklich vom Playmobil. Die hatte ich auch. Aber, ihr merkt, es ist tatsächlich ein Passierschein. So, und jetzt. Später, wenn ich in den Festungen drin bin. Dürfte ich vergessen, das Spiel ist im letzten Part abgestürzt und ich muss so viel nochmal neu spielen. Ich muss öfter safe stehen. Das Spiel hat echt einen Absturz erwartet. Yay! Los! Und voll viel Geld. Ich hätte die Räuber hätten uns anstatt Pfeile lieber Geld geben sollen. Ohne Witz, man hat ja so Geldprobleme in dem Spiel. Weil die Schuhmacher einen wirklich die Schuhe ausziehen. So was die für Preise haben. Ja, wenn ich zu meinen Rennen teilnehme, 125. Ja, toll. Ich bin ja auch so reich, ne? Überhaupt nicht. Ach, ist das nervig. Mein Schild ist auch vor allem geknackst. Egal. So lange muss ich nur durchhalten. Nein. Wie komme ich jetzt zum Park der Tapferen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss hier durch und dann bin ich fast da.
Hätte ich mir noch rote Tränke kaufen sollen? Ich weiß es nicht. Ich bin mal so dreist und sag, ich hab das gar nicht nötig. Ich bin halt die Queen. So, Seneca. Bist du jetzt zufrieden? Jetzt habe ich den Schein. Es war gefälscht, aber ist ehrlich. Wenn der Räuber schon der Meisterfälscher schlechthin ist, dann wird er sonst mehr. So wie eine Fake Rolex, Fake Louis Vuitton Bag, man kennt's. Das sind so gute Fakes, die kennst du gar nicht. Gut, ihr wisst, was ich jetzt mache. Safe State! Guck, man kann die auch mal wechseln. Der Park, der Tapfer, der war hier noch gar nicht da. So, mein Freund, bist du immer noch so unfreundlich? Oh, la la, ein Passierschein. Schade, dass der Gladiator heute in der Arena Dienst hat. Ich wäre zu gern gegen dich angetreten. Los, hinein mit dir. Der Gladiator? Ich hätte auch lieber gegen dich gekämpft. Ich mich für deine Unfreundlichkeit rächen können. Ja, Geld. So voll ausrauben hier. Die Besitztümer von denen. Und das wird jetzt richtig witzig. Es hat jetzt so einen Bosskampf mit Freizeitpark-Ambiente. Das ist voll geil. Ein Sieg über unseren gefürchteten Gladiator würde dir gestatten, in die Schatzkammer zu gelangen. Und dann, wenn du tapfer, klug und geschickt genug bist, liegt der Rest bei dir. Bist du bereit? Meine Damen und Herren, warum lacht er so dreckig? Der erwartete Augenblick ist gekommen. Unser Teilnehmer ist bereit. Man lasse den Gladiator eintreten. Der Gladiator. Gott, sieht aus wie ein Untoter. Guck dir mal das Gesicht an. Du hast einen Untoter. Oh no. Kämpf gegen so ein Zombie. Cool, der kann sich kaum bewegen. Vor denen soll ich Schiss haben, das ist doch voll langsam. Okay. Der Gladiator. Ich glaube, der war voll schwach. Ich glaube, er braucht nur 3 Treppen. Ah, diese Physik in dem Spiel. Ich glaube, der braucht nur 3 Treffer, ist er schon weg. Oder auch nicht. Ich hab mich soeben getäuscht. Ach du Scheiße. Ich glaube, es schreit nach einem Zauber. Hui! Boah, hat das reingehauen. Nochmal. Und der ist schon down. Boah, war der starke Gladiator. Ich erzittere. Ich glaube, der hat eine Magieschwäche. Was auch nochmal dafür spricht, dass es ein Untoter ist. Aber Untote haben in Rollenspielen gerne mal eine Zauberschwäche. Glück versuchen. Hat ihn kaum verstanden, aber dafür ist er im Untertitel da. Die Zuschauer sind zu laut. Bin ich hier richtig? Beides sieht gleich aus. Bestimmt bin ich hier falsch. Wir wollen nur in die Schatzkammer. Schatzkammer. Oh, hier bin ich richtig. Ruhm allein reicht mir nicht aus. Ich brauche Reichtümer. Macht. Und vor allem das Juwel der Menschen. Was schreiben wir da drin aus? Los geht's! In die Höhle des Löwen. Eher gesagt, die Höhle des Drachen. Wir wissen ja, es ist ein dreiköpfiger Drache, der uns hier erwartet. Und derjenige, der den Gladiator schon mal besiegt hat, war, glaube ich, dieser Ehemann. Oh Mensch. Der Ehemann von der in der Herberge. Falls ihr euch erinnert. Gott, was ist das denn für ein Jump-Run jetzt hier? Er ist nicht gesprungen. Er ist nicht gesprungen. Oh Gott, die mich haben. Die mich haben. Das war meine Chance auf den Rundtrank. Der alles fast geheilt hatte. Oh, der bleibt noch. Ich hätte dem Spiel nicht zugetraut. Oh, was sind das für präzise Sprünge?
da ist ein Feuerzauber, den wir schon. Yay! Hey, das war skillig. Das wurde auch mal wieder Zeit, ne? Wahrscheinlich habe ich gerade nur einen Zauber bekommen. Fuß Michael im Heiligenschein. Das ist der Rundumangriff, nur mit Feuer. Kann ich euch ja mal demonstrieren. Irgendwie. Feuer! I'm on fire! Hey, warum wir da? Vor allem hier gibt es noch ganz andere Zaubersprüche. Da haben wir noch gar keinen von. Weil sie erst gegen Ende des Spiels gibt, die mächtig sind. Richtig mächtig. Ganz ehrlich, den Sprung kann man gar nicht schaffen. Was ist denn das für ein Rotz? Wenn du den Zauber holst, kommst du nicht mehr zurück. Ja. Achte mal auf deine Rüstung. Ist nicht mit. Boah, echt? Diese Sprungphysik. Der Entwickler, der es programmiert hat, der gehört kastriert. Echt? Und wenn es eine Entwicklerin war, weiß ich nicht, was der geschehen soll. Vor allem, guckt euch diese Platte an, die da einfach so schwebt. Stellt uns Rüstung komplett wieder her. Ja, ich hab's geschafft. Boah, warum bauen die solche fiesen Schablonenpassagen ein? Echt? Ich meine, wenn die Sprungphysik super wäre, so Crash Bandicoot-Style, Super Mario-Style, dann hätte ich ja nichts dagegen, aber der springt entweder zu weit oder zu niedrig. Ist immer so bei einem Spiel. Aber jetzt Hype. Das schaffst du. Yes. Coming in. Kaffee und Kuchen bereit? Boah, wie hier schon 30 Speicherpunkt ist. Das heißt nichts Gutes. Wenn das ein Drache ist. Hat der eine Feuerschwäche eigentlich nicht, oder? Wie war's? Der Armband. Da oben, ne? Da oben ist es. Ey, ich komm da nicht ran. Ich will es. Das war der Tipp, den sie uns geben wird. Und den Tipp kann ich nicht beherzigen, weil ich da nicht rankomme. Was ist so ein Geier? Muss halt richtig stehen. Komm schon. Gerade so. Boah, ist das fies. Der Klang des Todes. Oh shit. Der Boss war, glaube ich, schwer. Das war 3 Bosse in einem. Oh nein. Voll die Geldhydra. Der Gelddrache greift an. Oh mein Gott. Kann die Armbrust bitte weggesteckt werden? Ich will mein Schwert. Komm schon. Der neue Zauber. Der ist stark. Der ist gut gegen den. Guck mal, der haut voll rein. Jetzt habe ich keine Magie mehr. Kacki. Jetzt habe ich keine Magie mehr. Was mache ich jetzt? Jetzt muss ich so angreifen. Komm. Klappt auch. Klappt auch. Klappt auch. Der eine ist schon fast tot. Der eine Kopf. Aber es waren noch 3. Wo ist der dritte? Ist der dritte schüchtern? Dabei bin ich schon Liebe. Einer weniger. Na komm. Ist irgendwie voll easy bislang. Ist wieder jetzt nicht so die Schwierigkeit. Da ist der letzte Kopf. Ich habe auch gar nicht mehr so viele grüne Kräuter, ne? Der Boss ist jetzt nicht so schwer, aber guck mal, was der aushält. Und der täuscht jetzt an. Ich komme hinter dir, ich komme vor dir. Nö, ich komme hier hin. Zack. Nein, er hat mich. Komm schon, kommst du da raus? Nee, natürlich hinter mir. Nee, natürlich vor mir. Oh, ist das fies. Okay. Nee, alles, was ich zu dem Boss gesagt habe, zurück. Das war richtig arschig jetzt. Oh, guck mal, wie wenig Schaden er nimmt. Ich muss ein gelbes Kraut nehmen, glaube ich. Vielleicht hat er ja eine Eisschwäche. Weil das ist halt so ein Gelddrache, ne? Das ist ja nicht der klassische feuerspeitende Drache. Ja, okay. Kann ich verstehen, wenn man hier gestorben ist. Gott, vielleicht soll ich mich auch heilen. Soll ich mich heilen? Ich glaube, das sollte ich. Ich weiß nicht, ich muss einfach sicher spielen. Ich bin halt so eine Item-Geizerin. Echt. Ich freue mich über die Items, aber ich benutze die ja eh nie. Weil ich einfach so geizig bin. Komm schon. Greif an. Nimm das. Boah, was der aushält. Wir sind schon 100 Stunden in diesem Bosskampf. Heftig. Hier, nimm das. Einen Treffer noch. Komm
schon Hype. Ein Treffer. Und Schatzmann, geh baden. Zurück in dein Geld. Genau wie Tag für Tag, ne? Der Drache ist genauso geldgeil wie Dagobert. Badet im Geld. I'm rich! I'm rich! Hype will auch gar kein Geld. Hype will nur das Juwel der Menschen. Und die neue Rüstung. Da war ja was. Leute, wir bekommen eine Tat. Eine stärkere und bessere Rüstung. Du bist jetzt der Träger der mystischen Rüstung. Hey, voll geil. Und hier ist das Wichtigste. Das Juwel. Der Mensch hier. Juhu. Voll der doppelte Gewinn. Jetzt besitzt du das Juwel der Menschen. Zattila, mein Freund. Zattila, wir müssen reden. Vorhin in unserer Lebensenergie ist jetzt komplett wiederhergestellt. Und dieses Schild, was der jetzt hat, das hatte ich auch. Die Playmobil-Halbfigur war die von der ersten Rüstung nur mit dem Schild. Dieser Lilie. Voll cool. Apropos, Safe State. So, ach nee, muss ich jetzt ernsthaft hier hoch? Och nö. Wie soll ich das denn schaffen? Okay, Girl. Konzentrier dich. Du kannst es schaffen. Ist echt Crash Bandicoot Style mit diesen runden Plattformen. Okay. Von unten nach oben irgendwie einfacher. Not gonna. Die Menschen jubeln immer noch. Gucken, wie sie jetzt jubeln. Sie denken wahrscheinlich so, ach, der wird sterben, der Drache wird ihn töten. Jetzt komme ich mit dieser geilen Rüstung. Die Juwelen der Menschen. Die werden uns noch mehr feiern. Die werden uns vergöttern. Werden zum Gott aufsteigen. Los geht's. Hey, ihr Mensch, yes. Ich lebe. Und ich habe euer Juwel. Das Juwel der Menschen. Feiert euren König. Feiert Hype. Gut, der König ist Tuscan der Zweite, aber der ist noch 100 Jahre entfernt. Guckt euch das an. Das sind einfach nur so Bitmaps. Der ist ja creepy. Guckt euch den Typen mit dem langen Bart. Mit dem langen, roten Bart. Von dem kriege ich nur Albträume. Boah, sah der gruselig aus. Was war das denn für einer? Guck, was er jetzt sagt. Bis später, Ritter. Vielleicht. Wieso bis später, Ritter? Vielleicht. Ich habe überlebt. Ich habe den Drachen getötet, deinen mächtigen Gladiator getötet. Was will der Typ? Ernsthaft. Der hatte sich doch an Schadenfreude der Götzwelt draufgehauen. Aber ich lebe. Bin stärker als je zuvor. Ja, jetzt zu Zattila. Denke ich mal, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt zurück ins Dorf der Räuber müssen. Geh zu Zattila. Zatti, Zatti, Zattila. Zattila, Zattila. Wisst ihr was? Wir sehen uns bei Zattila. Bis gleich. So, ihr Lieben. Guck mal, wo wir sind. Einmal hier durch den braven Stumpf. Schon sind wir bei Zattila. Die Weg haben wir oft genug gehabt. Jetzt bin ich überzeugt, dass du edel und gut bist, Hype. Dich in dieser Rüstung zu sehen, bestätigt das. Bist du überrascht, dass du eine Rüstung in den Farben von Tuscan dem Vierten gefunden hast? Das war kein Zufall, aber ich darf nicht mehr sagen. Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Du hast das Juwel der Menschen gefunden, das Männer und Frauen mit all ihren guten und schlechten Seiten repräsentiert. Jetzt besitzt du das königliche Juwel, das Symbol menschlicher Macht und das Juwel der Menschen, das all das symbolisiert, was die Menschen verkörpern. Gut, klettere jetzt auf meinen Rücken, um das Juwel mit der himmlischen Energie zu laden. Möchtest du das jetzt tun? Zwei Sachen. Erste Sache. Juwel der Menschen repräsentiert nur Männer und Frauen. Was mit Non-Binary, Zattila? Was mit Menschen, die Non-Binary sind?
gut. Lassen wir das. Und zweitens, was spoilerst du hier, Tuscan, den vierten, sein Symbol? Das ist die Rüstung, die Tuscan den vierten repräsentiert, das Symbol. Ja, wow. Jetzt wissen wir schon, wie das Symbol von Tuscan den vierten aussieht. Toll. Danke, Zartila. Danke für den Spoiler. Spoiler, Tila. Mensch. Nerd. Sind wir wieder in himmlischen Lüftchen unterwegs? Wow, sieht das episch aus. Voll dunkel alles. Das Juwel der Menschen benötigt mehr Energie als das königliche Juwel. Du brauchst 50 Energieprismen, um es zu laden. Und Hype, vergiss nicht, dass deine Zeit begrenzt ist. Dein Gewicht mit dieser Rüstung ist erheblich und ich kann es nicht lange tragen. Noch weniger Zeit? Okay. Na gut. 4:10. Das Spiel hat ungefähr 12 Stunden Spielzeit. Haben wir ein Drittel geschafft? Danach will ich auch die Aufnahmesession beenden. Gut, auf geht's. Guten Flug. Also 10 Prismen mehr und weniger Zeit. Wow. Boah, echt. So richtig Weltuntergangsstimmung. Alles dunkel. Phänomen, Gewitter und Stürmen, Regen. Heftig. Viel Weltuntergangsstimmung. Was ist da für ein Nest? Das ist einfach so ein Vogelnest. Wie süß. Da ist noch so ein Vogelnestchen. Hey, lassen Sie sich den Tag nicht verderben. Selbst wenn das Wetter düster und bedrohlich ist. Boah, wir haben nicht mal die Hälfte. Guck, wie weit die Reise hier geht. Zartila, lass mich nicht im Stich. Ich speede by the way immer, ne? Das ist der schnellste Flug. Wer bremst, hat schon verloren. Ich finde die Musik hier auch wieder so episch. Ich muss echt sagen, die Sound, also der Soundtrack und die Atmosphäre im Spiel sind die größten Pluspunkte. Das ist die größte Stärke des Spiels. Dieser Bereich wird später noch wichtig, ich möchte euch das aber nicht spoilern, was dieser Bereich beinhaltet. Aber merkt euch das. Boah! Okay, nur 3 Prismen, ich wollte schon sagen, die Hälfte der Energie ist schon weg. Gut gemacht. Du hast das Juwel aufgeladen. Ah, diese Energieprismen einzusammeln. Kriegt da wieder einen Orgasmus? Ich könnte stundenlang fahren, wenn du wolltest. Aber fürs Erste sollten wir vorsichtig sein. Es gibt ja einige böse Drachen, die es nicht mögen, wenn jemand anders ihr Territorium verliert. Tatila, komm, erzählst du uns das nochmal. Wenn du möchtest, um deine Aufgabe zu vollenden, dann steuere mich einfach zu dem Punkt, an dem wir gestartet sind. Du bist wie eine Schallplatte, wiederholst dich, mein Freund. Das war beim letzten Mal schon so. Spielt einfach mal wieder gleich Schallplatte auf. Hey, mit dem Feuer können wir ein bisschen Licht machen. Und Satila sprach, es werde Licht. Nein, die bösen Drachen. Die bösen Drachen. Ob die jetzt böse sind, wissen wir gar nicht. Ne? Die wollen nur ihr Terrain verteidigen. Die mögen keine Fremden. Ja, gastfreundlich sind sie nicht. Aber sind sie doch böse. Anstatt die abzuschießen, weiche ich immer lieber aus. So ein Zickzackflug. Ist irgendwie sinnvoller. Weil ich glaube, die halten 3 Feuerbälle aus und... Ja, ist ein bisschen zu nervig. Aber hätte einen jetzt, was dort ist. Nö. Wir müssen jetzt auch an Ort und Stelle sein. Genau. Juhu. Schnell, Satila. Und... Es macht voll Spaß. Ist immer so eine kurze Angelegenheit, aber es macht echt Fun. Kann ich nicht anders sagen. Ich mag diese Wölfe. Ja, was nun? Zartila. Du fliegst gut, Hype. Ich beginne anzunehmen, dass du jetzt alle nötigen Talente hast. Gut. Jetzt weiß ich, dass wir uns wiedersehen werden. Hab keine Angst um Gustus und deine Räuberfreunde. Ich mische mich nicht in ihre Leben ein, werde sie aber vor Gefahren warnen, ohne dass sie merken, dass ich es war. Wow. Eines Tages wirst du verstehen, warum ich dich nicht warnen kann. Leb wohl. Er redet in Rätseln. Der Typ hat uns irgendwas zu verheimlichen. Was macht mir Angst? Sei ehrlich zu uns, Tatila.
bin auch voll die Liebe. Warum bist du nicht lieb zu mir? Nein, hier ist er ja lieb. Mann, diese blöden Wölfe. Guck mal, wie stark die sind. Sterben schon nur ein Hit. Nee, so schlimm ist nicht. Aber wir sind natürlich jetzt wieder stärker geworden. Keep that in mind. Neues Juwel aufgeladen. Schon sind wir stärker. Boah, die regen mich so auf. Rennen 100 Jahre im Zickzack und... Ich weiß nicht, greifen alle 100 Jahre mal an und dann überraschen die mich. Voll blöd. Echt. Mag das nicht. Gut, ihr Lieben. Das soll es aber für heute gewesen sein, wie wir jetzt in die dritte Zeitepoche kommen. Und was Gustus uns so zu erwähnen hat, das fällt mir raus von meinem nächsten Mal. Und ja, hier mache ich einen Cut. Hier mache ich einen Cut. Warum auch nicht? Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal frisch gestärkt mit einer neuen Aufnahmesession. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!